Von Varvara im Süden der bulgarischen Schwarzmeerküste fahren wir weiter ins Balkangebirge. Jahrhundertealte Wälder nehmen den Großteil des Nationalparks Zentralbalkan ein. Im Nationalpark befindet sich die Region Usana und auch der geografische Mittelpunkt Bulgariens. Hier ist der geografische Mittelpunkt von Bulgarien. Hier. Genau hier. Wir verlassen Zentralbalkan und fahren Richtung Norden an den Jantra-Fluss, einem Nebenfluss der Donau. In Rumänien ist unser erstes Ziel der Kosia Nationalpark in den Südkarpaten. Merk richtig, wie ich schöner werde. Abseits der ausgetretenen Pfade machen wir uns auf den Weg zum Mönchskloster Stanis Oara. Das Feriendorf Voineasa war die ehemalige Perle des rumänischen Tourismus. 1975 entstand es auf Wunsch von Ceausescu, um den Bergleuten von Petrosani nach der harten Arbeit unter Tage Entspannung zu bieten. Wir fahren weiter in den Westteil der Südkarpaten, ins Retizat-Gebirge und in den gleichnamigen Nationalpark.
Die Berge des Retezat-Nationalparks sind mit über 2500 Metern die höchsten und felsigsten der Südkarpaten. Unser zweiter Platten auf der Reise ist schnell repariert und wir können die Grenze nach Ungarn passieren. Den eifrigen Grenzbeamten fällt sogar auf, dass unser TÜV seit 4 Monaten abgelaufen ist. Nutzen wir das herrliche Sommerwetter, um noch einmal in der Donau zu baden. Gefühlt endet unsere Reise hier in Ungarn. Ab jetzt fahren wir direkt und ohne Umwege durch die Slowakei und Tschechien nach Deutschland. Eine wunderbare Zeit geht zu Ende. Wir waren ein Jahr mit unserem Bus unterwegs, sind 35.000 Kilometer gefahren und haben 20 Länder besucht. Es war ein Jahr mit unvergesslichen Erlebnissen, beeindruckender Natur und herzlichen Menschen. Diese Reise hat uns tief bewegt. Und wir haben so eine Ahnung, dass es nicht die letzte dieser Art gewesen ist. Verschwindet er im Hanf.